Als Kind habe ich mir mein Leben so ausgemalt, dass es ein riesengroßes Abenteuer werden würde. Dass jeder Tag anders ist und dass ich nie aufhören würde zu spielen. Ich war Fernsehredakteurin in Berlin. Ich habe mir da irgendwo ein Leben aufgebaut, was im Grunde genommen gar nicht zu mir passte. Dann kam ich nach Südafrika und wollte hier wirklich nicht mehr weg. Ich stand mitten in der Natur und habe mir selber versprochen, egal was jetzt passiert, du wirst jetzt dein Leben ändern. Ich hatte kein Verhältnis zu Tieren als Kind. Ich hatte nie eine Katze, ich hatte nie einen Hund, ich hatte mal ein Aquarium, aber die Fische sind auch alle gestorben. 2 Jahre später war ich Rangerin und manchmal kann ich es immer noch nicht fassen. Es gibt wenige Orte, die das hier haben, diese Ursprünglichkeit, diese pure Wildnis. Ich war vor Südafrika ein unglaublich gehetzter Mensch. Ich war auf der Suche, ich war rastlos und habe falsche Träume gejagt, die im Grunde genommen gar nicht für mich bestimmt waren. Ich habe so eine Ruhe in mir selber gesucht und die hätte ich ohne diesen wilden Ort niemals gefunden.